Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zum zweiten Ligarennen der zweiten Saison. Wir freuen uns alle. Wir sind heute in Jerez, im Süden Spaniens, das kann man glaube ich so nennen. Eine Klassikstrecke. Wir sind heute 16 von 16 Fahrern. Ich kann nicht mehr und deswegen begrüße ich alle, auch die am Livestream. Guten Tag. Tobi, Jerez liegt zwar in der Mitte von Spanien, aber auch egal. Und dass du schon nicht mehr kannst, ist das so dann auch kein. Also ihr habt schon ein paar Leute gehört, wir stellen nochmal vor. MSC haben wir hier, Kevin, Heptin, Eddie, Mr. Pepperoni, ich, Jetset, Mai, Najeb, Philipp, BVB, Bruchpilot, Kickabau 5 LP, Deed, Mats, Funky Peter und Lehrer Slot. Der leere Slot. Wieso gibt's denn überhaupt leere Slots noch? Weil 22, weil man noch 6 KI-Fahrer einfügen könnte. Wieso machen wir das eigentlich nicht? Genau. Gecker, boah. So Amateur-KI hinzufügen. Ja, klar. Dann landest du, sogar vor der KI. Auf Legende. Ich dachte ja auf Amateur. Bring! Nein, leider nicht. Ich hab noch trocken. Aber man weiß ja nie, ne? Im Rennen ist alles möglich. Im Regen regnet's wieder. So, bei Philipp ist The Red Arrow zurück. Wer sich noch erinnert von F1 2012? Das Dream Team mit Ferrari. Oh, was für ein schön schwarzer Versehen hier. Kevin, ich geb mal mein Setup durch. Naja, mach. Oh, kein Rennen! Ach Mann, ey. Philipp rastet gleich wieder aus. Okay, dann kann ich schon mal die Hälfte des Setups wegschmeißen. Also ich fahr jetzt mit Qualifying auf Regenreifen. So, ein paar Leute sind jetzt hier nicht im TS drin, zum einen Jetset, glaube ich, oder? Der soll sich schämen. Die sind, glaube ich, in... Fahrt alle raus, ekeln und trinken einen Kaffee. Also, wir hätten mich ja mal schon gemutmaßt, ob da überhaupt welche rausfahren. So wie in der Boxenausfahrt, war? Das sind die, Haltbarkeit, die unten, die Zahl, ja, das ist kein Hexen. Philipp, wolltest du noch was zur Boxenausfahrt sagen? Nö. Nur, dass der Rausfahrende auf da hinten gucken soll. Also, ich würde sagen, Kösti, willst du mal die Teamkonstellation durchgehen? Ja, ja, mach mal. Also im Mercedes fahren wie immer Tobi und Mats, also Murchan und Frontsoldier. Oh, was macht ihr denn da? McLaren, hallo. Dann Jetset und BVB. Im Sauber fahren Funky und PCR, das Dream Team. Red Bull, Deed LP und Najeb. Im Force India Bruchpilot und Gekabor 5. Dann Lotus, heute komplett neu zusammengestellt. Timo und Kero sind beide nicht da. Also heute Heptin und Eddie. Wo habe ich denn die Eins auf dem Fahrzeug? Hat das schon jemand begutachtet bei mir? Ich habe sie noch nicht gesehen. Im Ferrari. Ja, und da sind wir dann jetzt. Ebenfalls neue Zusammenstellung. Statt Massa und Flug LP haben wir Determine F1 und Mr. Pepperoni. Und im Williams das Dream Team MSC 69 und Kevin. Haben wir überall ein Dreamteam. Ja, komischerweise. The Red Arrows also. Zurück. The Red Mamba kommt irgendwann bestimmt. In F1 2014. Da soll es möglich sein, online mit 22 Fahrern zu fahren. Hab ich so irgendwo gelesen. Das sollte eigentlich schon in 2010 möglich sein. Da kennt sich mal aus. Ich weiß überhaupt nicht, was daran so schwer ist, sowas zu machen. Eben. Verstehe ich auch nicht. Im Chat wird gerade eine Streckenanalyse von Philipp verlangt. Ja, ist klar. Also, hier gehen wir in die erste Kurve, die ist scheiße. Dann kommen wir auf eine kleine Gerade in die zweite Kurve, die ist ebenfalls scheiße. Dann gehen wir in eine lange Linkskurve, die ist noch ebenfalls behinderter. Dann kommen wir in eine lange Schikane mit einer richtig behinderten Kurve. Dann kommen wir zum Ende des ersten Sektors, da kommt eine richtig fucking Schikane. Dann eine halbe lange Gerade mit einer richtig schönen verfickten Spitzkehre. Dann kommen wir in den zweiten Sektor, der ist schon länger da, in einer langen Linkspassage. Die ist auch richtig kacke. Da muss man vom Gas gehen. Dann, ja, sind wir da durch. Dann kommen zwei behinderte Rechtskurven im dritten Sektor. Da kann man gerne mal das Auto abfliegen sehen. Und dann kommt der letzte Sektor mit zwei schnellen Rechtskurven. Und dann der letzten behinderten Kurve, eine Linkshaarnadel. Mit Scheiße an. Und dann geht's auf Startziel und dann ist die Runde verkackt. Das war's. Richtig. Bitte. Das war eine Streckenvorstellung von Tobi. In zwei Minuten, nein, nicht mal eine Minute, glaube ich. Ich glaube, ich fahr mal raus.
Ah, super. Ach, du machst noch gar nicht. Ich kann doch nicht während des Fahrens so eine Scheiße labern. Wie man sieht, ich bin halt richtig gut drauf. Ja, ich bin auch gut drauf. Ferien! Guck mal, nachdem ich dann auch glücklich bin. Oh Gott. Ich hab nicht die 1 auf dem Fahrzeug. Super gemacht, Gekabur. Ich hab eine 93 auf dem Fahrzeug. Ja, dann hast du das aber nicht eingefügt, die Ferrari-Datei. Ach, raste aus. Oh Gott. Wer steht denn da? Doch nicht etwa ein Ferrari. Mr. Pepperoni? Nein. Naja, ich meine nur in Erinnerung an Sultanas. Ferrari fährt jetzt inzwischen sogar in der Liga mit. Der Eddie ist vor mir! Boah, hey, scheiße, fahr mein Gaspedal. Du leckst aber gut rum. Oh, toll, jetzt ist erstmal mein Gaspedal kaputt. Der super Voraussichten, ey. Alle auf mich. So. Nein. Ich bin auf Regenreifen. Leib und Erik, hört ihr auf Leib? Ja, ich fahr auf Winterreifen. Erik ist hier nicht im TS drin, die sind glaube ich in Skype mit BVB. Ja, dieses Mal bin ich auf der Deutsch hier. Das war die schönen Grüße von MSC. So, übrigens, die im TS hören euch, ne, in Skype, weil sie einen Stream in Bayern haben. Ja, passt schon. Ja, aber was sollen sie sagen? Sollen sie mich abschießen? Boah, auf die erste Kurve, das freut mich richtig schon, ey. Philipp, David abgeschossen. Wenn du genommen hast, du sollst etwas weniger davon nehmen. Du bist irgendwie über gut drauf. Warum? Bin ich nicht gut drauf? Ich lese nur das vor, was hier im Chat geschrieben wird. Sollen wir irgendwelche Zuschauer wieder grüßen? Da kommt die gerade aus der Box jemand raus, weg da. Ja, also wen sollen wir grüßen? Philipp ist der Fossilie bei den Spaß. Grüß dich, ja. Ei, ei, ei. Macht ihr da? Ich grüße sogar eure frühere Englischlehrerin. Keine Ahnung, warum noch die? Leute. Oh, die war richtig scheiße. Im ersten Sektor eine Sekunde hinter, der Jet sitzt mal Zeit. Wow. Du hast gut trainiert. Hab ich. Ich hab nicht trainiert. Du bist ja auch scheiße. Nein, Spaß. Von sich auf andere schließen. Mach ich doch immer. Mach ich doch gerne. Jet Set ist ein Cheater. So, wie an der Wand. Er hat doch alles schon verkackt. Ja, hallo, ein Scheiße. Wer ist eigentlich außer BVB nicht in TS? Jet Set. Funky, Peter, Jet Set. Achso, okay. Boah, neunter, geil. Ne, Peter ist in TS. Funky auch. Ja, aber die sind trotzdem Skype. Ja, die sind stumm gestellt. Ja, was lässt du noch mit dabei? Bei der Stehenbleib-Strategie. Och, BVB. Das ist mir alles viel zu eng. Ich weiß ja nicht, wer die Strecke unbedingt in den Rennkalender haben wollte. Wir wollten Brands Hatch nicht, deswegen haben wir die genommen. Und weil nicht alle das Classic Pack haben? Mir doch scheißegal, dann sollen sie sich kaufen für die Liga. Jetzt haben sie Pech gehabt. Wie, du wirst mal wieder als sehr sozial abgestempelt. Da lagen Frontflügelteile rum. Das war meine. Das war keine Frontflügelteile. Ich glaube, wir machen ein Webportal auf für die FN 2013 Liga. Oh, sehr gerne. Fail win? Epic fail. Ich denke im Moment die beste Quote auf den Sieg hätten, die hätten Jet Set und MSC. Dahinter dann Philipp. Genau. Auch wenn er sich mal wieder unterschätzen will. Ich bin schlecht. Das wissen wir. Ach, Philipp ist auch nur 8er. War schon immer 19 Uhr.
Sagt das mal jemand, Flugkapitän, der hat mir das gerade nämlich geschrieben. Ja, das sind die Brandenburger. Was ist mit dem Brandenburger? Ich bin auch einer, aber Moment, cool, ich dann. Kümmere mich drum. Also Philipp und ich werden, glaube ich, von Platz 8 und 9 starten. Ach, du bist 9er? Ja, wie geht's? Was bist du gefahren? 15535. 15588. Schöne Schnaps, da gibst du einen aus. Nee, heute nicht. Hab kein Geld. Ich muss mir unbedingt eine scheiß ja, so Logitech-Kamera da holen. Und dann sage ich nur ein Stichwort: Bam in your door. Tobi? Ja? Da war doch noch was wegen Geld in Großbritannien. Was war denn da nochmal? Kannst du dir nochmal erläutern? Ich weiß es nicht mehr. Wette. Ach, Kösti, sagst du doch nochmal. Oh. Also. La 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 la. Was hast du gesagt? Ich habe noch nicht mal angefangen. Okay. Also, Murchen gibt Gekabo. Ach so, okay, Euro. Warte, ich muss was Wenn einstellen. Silverstone 5. oder besser wird. Alter, 2 Qualifying-Runden, 74%. Nice. Alter, ich bring mich um. Ich würde andere Reifen nehmen, nur so ein Tipp. Gut, Regenroll. Ich bin. Mats ist nur 12. Oh. Was? Najeb auf der 2? PT auf der 3? Er ist Erster. Jawohl. Heptin auf der 2. Ich nehm's zurück. Ja, vor Kevin. Ja. Also, wir haben hier eine pure Internationalität hier. Wir haben einen Australier mit Funky. Wir haben einen aus Estland mit Kevin. Wir haben einen Saudi-Araber mit Date. Und ein Pakistaner mit Jetset. Die werden bei mir im Video aber trotzdem alle angegeben als Deutsche. Deutsch! Entschuldigung. Ja. Beim BVB hätte ich ja noch Erbarm. Wenn der 1.13. Oh, ich krieg aber die Motten. Ich fahr jetzt eine 1.13.4. MSC jetzt Dritter. Philipp ist gerade gut unterwegs. So scheiße hier mit dem Reifen. Ja, Philipp fährt nur eine Philipp halbe Sekunde grad langsamer. Zwei Zehntel. Oder doch nicht. BVB fährt auch nicht schneller als du, nur 3 Zehntel lang schneller. So. Ich glaube, ich fahre raus. Noch 3 Minuten. Ich sehe mich in der Wand. Den Monster. Ich guck dir zu jetzt. Nein! Oh. Jetzt wird Tobi zugeguckt. Scheiße. Das will ich nicht verpassen. Life is life. So heißt es. Ja, das ist Philipp, der ins Kiesbett fährt. Starke Life. Das ist Tobi. Mit der 13. Kickerboy, nimmst du auf? Ja. Sehr gut, da kann man wenigstens deine Sicht verlinken. Ich habe noch beim letzten Mal aufgenommen. Ja, das weiß ich. War ja nur die Hälfte des Rennens, aber scheißegal. Ja, Entschuldigung, wenn danach das Spiel abstürzt. Ja, okay. Du kannst ja nichts. Ah, dann kippt dein PC nicht mal ein bisschen. Was weiß ich, Red Bull rein, ey. Ja, die Grafikkartentreiber. Ja, der ist soffen. Kann sein, dass du ziemlich langsam gerade fährst. Ich bin aus der Box rausgekommen. Ich glaube, da fährt man eigentlich langsam. Und ich habe gar keinen Bock. Ja, darum fährst du doch neben die Strecke, ne? Ich fahre gerade die ganze Zeit auf der Strecke. Das ist wieder Codemasters-like. Neben der Strecke war eben Philipp. Ja, das habe ich auch gesehen. Da war ich gerade zu ihm hingeschaltet. So ordentlich. So, wenn es aus der Box rauskommt, Platz machen. Komm mal alle ruhig hier, alle voll in Konzentration. Ich warte auf, dass Tobi abfliegt. Ach so.
Da war er jetzt aber wirklich neben der Strecke. Ja. Hört das die Pole Position für Molchan. Dann krieg ich meine 10 Euro wieder. Ja, so nicht. Okay, wenn du auf Pole wärst, gerne. Schaffst du so. Also bei mir ist gerade der Livestream abgekackt, bei mir auf dem Laptop. Ah, jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Könnt ihr ja mal in den Chat schreiben, ob bei euch der Livestream gerade auch versagt hat? Ich habe heute die Auflösung noch weiter runtergeschraubt, das letzte Mal, weil ich traue mein Internet momentan einfach nicht. Das ist nicht mehr so stabil. Genau, hier gleich hier FPS war wieder aus. Oh, er hat's verbessert. Jetzt flieg doch mal ab. Du willst nicht ernsthaft jetzt noch eine schnelle Runde auf den Reifen fahren, oder? Ich gehe eh Runde 1 in die Box oder so. Ja gut, dass ich gar keine Runde gefahren habe. Ich meine, wir fahren 36 Runden. Okay, die ist scheiße, die Runde. Ja, das hab ich gesehen. Fahren die Box. Stark, siebter. Ja, du bist nicht auf Pole gefahren. Übrigens hast du gerade ja eben zugegeben, dass du mir doch noch 10 Euro schuldest damit. Ich meinte 10 Cent. Ja, ja. 10 Euro Cent. Das gibt's aber nicht. Wo ist denn der Matze überhaupt? Ach, der ist wahrscheinlich auch mit in Skype. Wer hat's da gemacht? Oh, Pilot. Das ist scheißegal mit den Abstimmen, weil da müssen alle abstimmen. Das muss einstimmig sein. Aber trotzdem, der stört doch unten nur. Boah, sehr vorsichtig. Okay, guck ich Philipp mal zu. Naja, oh, 14-4. Er ist schon noch am Fahren. Philipp. Okay. Geil, ich hab jetzt einen Black Screen. Ich auch. Ah, er verkennt dich. Philipp. Nee. Nein. So, das war das Qualifying-Ergebnis. Jetset gewinnt vor Heptin und MSC, Naib auf der 4, BVB auf der 5, PT auf der 6, ich bin auf der 7, Philipp auf der 8, Carlo auf der 9, Kevin auf der 10, Mr. Perboni auf der 11, Daddy 12, Mats 13, Funky 14, 15 Bruchblut und 16 Gekabor mit keiner Zeit. Beide vor India ohne Zeit. Boah, ich bin nicht letzter. Läuft bei dir. Jetzt geht's zum Rennen. War einmal eine Gekabor. So, und bitte für Mr. Perboni nicht auf Rennen starten drücken, ja? Ja. Sonst gibt's Haue. Sonst Klatscheier. So. Ja, seine Strategie bitte. Also, Runde 1 auf weich, Runde 2 auf weich, Runde 3 auf hart, Runde 6 auf hart. Runde 35 auf Regenreifen. Weil die ach, ich soll 3 Stops fahren, 3-mal hart. Ach, ich soll 10 Runden mit hart fahren. Ja, genau. Ich glaube, das wird eine 4-Stop. Ich glaube, das wird eine 6-Stop. So, ich gehe nochmal das... Okay, Mats, wann gehst du rein? Mats, ich geh rein, Und den letzten Schiffspann noch weich. Ich gehe rein, wenn meine Reifen kaputt sind. Also in Runde 1. Mats will so fahren. Ach, der Witz. Okay. Viel Spaß. So, ich geh nochmal das... Ich gehe mal die Startaufstellung durch. Jetset mal startet vor Heptin und MSC. Naib auf der 4. Ach egal, Rennen startet doch eh. BVB auf der 5, PT auf der 6. Ich starte von der 7. Philipp hinter mir. Carlo auf der 9. Kevin 10. Pepperoni auf der 11. Eddie 12. Mats 13. Funky 14. Und die beiden Force India von 15 und 16. Könnten die Marusha von diesem Jahr sein. Wir sind ja auch nicht rausgefahren. Also ich bin schon rausgefahren, aber ich habe mit Absicht keine Runde gefahren. Mit Absicht, oh. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Jederzeit. Niemand. Alles ist bereit. So. Und los. Viel Glück. LMS. Viel Spaß. So, wer jetzt LMS sehen will, schreibt in den Livestream Hashtag LMS rein. Ach so, wir machen LMS? Ja. Ja. Okay. Alle einfach kaputt. McLaren von der 1. Ich von der 7. Oh
Gott, erste Kurve. Mir ist gerade aufgefallen, wir hatten überhaupt gar keine Parkvermehrzähne nach dem Qualifying, oder? Oh. Das haben sie, glaube ich, hier nicht reingenommen. Ja, glaube ich auch. Doch, das geht schon, aber nach dem Rennen ist eine Parkvermehrzähne, das weiß ich. So, der große Preis von Harris. Egal. Beginnt. Oh Gott, was ist das denn für eine alte Startampel? Wir hätten noch den großen Preis, den großen Preis von Europa nennen können. Egal. Jetzt ist der große Preis von Spanien. Los geht's. Ja, Bruchpilot, sehr schön. Tut mir leid, wenn ich da berührt habe am Start. Tut mir leid. Ja, auch. Tut mir leid. Das wollte ich echt nicht. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Tobi, glaubst du, dass die Mavericks in die Playoffs kommen? Oh, was ist denn los? Entschuldigung, Gekabor. Oh, Mats, was ist denn das? Hallo, es ist... Alter! Was soll die Scheiße eigentlich? Mats, pass doch mal ein bisschen auf, ey, ganz ehrlich. Das ist mein... Ob die Mavericks in die Playoffs kommen, keine Ahnung. Das kam ja sehr früh. Sonst trimme ich gerade, dass ich Tobi nicht hinten reinfahre. Alter, hier ist ein Chaos hier hinten. Ein dreckiges Chaos. Ist er abgeflogen? Das war richtig schön aus, wie er an der Seite stand. So richtig schön wie in echt. Alter, als Hintermann hat man null Grip. Ihr dürft jetzt übrigens im Chat Tipps abgeben, wie viele die Boxengasse verpassen. Also wer geradeaus wieder zurück auf die Strecke fährt. Nee, da bist du zurückgesetzt. Aber vor die Einfahrt komplett. Sorry, nein. Ja, eben. BVB ist hinter mir. Mr. Pepperoni hat irgendwie einen richtigen Raketenstart gehabt, ey. Ja, der war ziemlich gut. Du bist an mir vorbei, rast wie ein Irrer. Also, wie sieht's aktuell aus? Ich bin Elfter. Ich bin Zwölfter. Und wer ist Erster? Keine Ahnung. Erich. BVB, langweilig. Die Wand, volle Kanne. Hinter mir. Oh. BVB ist abgeflogen. Konnte man richtig gut sehen. Er hat ein paar Fehler gemacht. Ist leider nicht abgeflogen. Jetzt ist Philipp hinter mir. Ach, Philipp hat aber auch ordentlich was verloren. Gott, eingekesselt zwischen Mulchern und Philipp. Da draußen. Oh Gott, ich bin überhaupt nicht gerade klar gekommen hier. Ach, das BVB wieder. Hey, wo kommt der denn hier? Ich dachte, der wäre abgeflogen. Dann hast du irgendwie schlechtes Internet. Oder BVB hat schlechtes Internet. Der war abgeflogen. Ja, BVB wohl eher, weil Philipp. Ach, BVB fährt jetzt an die Box, okay. Ich fahre 4 Sekunden langsamer. 13. Okay. Also ich muss bis Runde 6 mit den Reifen durchhalten. Glaubst du wohl selber nicht. Ich gehe in 4 schon was. Einfach fahren, Gekabora. Irgendwie hat dich da Mats gedreht oder so, Gekabora, vorhin, oder? Was? Safety Car. Mats, Safety Car. Was soll denn das, Safety Car. Ach, ich weiß, wie er den Fahrzeug zerstört hat. Der war in der Spitzkehre. Da gibt's so eine Ecke, die er raussticht. Wenn du da mal nicht zu weit rauskommst. Da gibt's so eine blöde Ecke, genau wie Monaco. Oh, fahr doch mal schneller hier vorne. Was ist denn mit euch los? Die schöne Führung ist da von jemandem weg. So. Und damit machen wir das Ganze nochmal von vorne. Wäre ja auch nur halb so lustig. Ich hasse dieses Drecksgame. Warum? Na, bist du gegen Ich bin in der Boxen einfahrt. Ich bin ein Stück zu weit rausgekommen. Bin mit 10 km/h in die Boxen. Fast bei der Box gefailt. Und mein Auto ist einfach komplett zersprungen. Oh, voller Bug. Recap. Like Terror. Auch ein Gekko-Bot, du bist auch echt so hässlich, ne? Oh nein. Ernst, hau mich da erstmal voll in die Wand rein. Nee, hab ich gar nicht bei dir. Bei mir hast du mich reingehauen. Ist halt perfekt. Carlos in der Boxenmauer stehen geblieben. Alle in die Box fahren. Wie viel also können wir noch mal ganz kurz das Feld durchgehen? Wer ist Erster? Ich. Keine Ahnung. Oh, wir haben unterschiedliche Strategien. Scheiße. Kevin war vor mir, okay. Ja, ich werde nachher noch Wer ist Zweiter?
Jet Set. Erik. Wer ist Dritter? MSC. Vierter ist Happy. Wer ist draußen geblieben? Fünfter ist Profilo. Ich bin aus Versehen draußen geblieben, ich gehe aber jetzt rein. Sechster ist Kevin. Oh, das sollst du jetzt nicht machen. Siebter ist Philipp. Ja, aber ich muss jetzt Achter sowieso... Achter ist Nayeb. Neunter ist Eddie. Zehnter ist Funk. Ah, ich soll schneller fahren, ey. Mit dem Safety Car. Ich verstehe. Ist BVB. Wer war Elfter? Habe ich ihn jetzt nicht verstanden. So, Elfter ist... Achso, Elfter ist BVB, Zwölfter ist... Okay, der Safety Car hat die falsche Textur drauf. Es fällt gerade im Ferrari-Design. Was? Oben mit roten Reifen. Ja. Und auf der 15 wahrscheinlich sind die schon so kaputt. Fährt noch eine Runde, oder? Mr. Pepperoni fährt jetzt in die Box rein. Ja, das war sehr unnötig. So wie du gerade so weit rausgekommen bist. Und Polizeileuchten. Ey, Mats, bei mir und Unterbodenbeleuchtung. Eigentlich ihr beiden als Mercedes. Nein, ich habe eine Strafe gekriegt, weil ich den in der Box überholt habe, also am Vorbeifahren. Ich habe von Carlo auch durch den Geist überholt. Ich habe auch gerade ein Problem. Kevin kam aus der Box. Ich wusste jetzt, ich war er vorne oder ich. Ich habe eine Strafe bekommen. Wer ist in die Box gefahren? Wenn der wohl in die Box gefahren ist, wegen der Ferrari. Oh nee. Aber ich kann dafür ja nichts. Wir hätten jetzt eine Strafe bekommen. Ich kenne dich nicht. Bist du Kevin? Ja. Ja. Er ist in die Box und ich bin in deinem Startziel vorbei und Strafe. Durchfahrtsstrafe? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich würde die Zeit am Ende minus rechnen. Also Baka spielt im Moment im Chat ein bisschen Renningenieur. No overtaking under the safety car. Da ist es schon passiert. Und der Safety Car glitzert bei mir, hast du gut gemacht. Wer ist alles? Ja, gibt es irgendwer, der auf weich gewechselt ist? Tut mir leid, hab's wieder vergessen. Mal ganz kurz. Ey, aber wirklich Leute, das war echt nicht mit Absicht, falls ich mein Auto zerstört habe. Ja, das war auch eine komische Stelle, um das Auto zu zerstören mit Absicht. Oh Kevin, du bist Vierter. Deshalb pisst mich die Strafe gerade an. Scheiße. Wenn ich jetzt rausgehen würde aus dem Spiel, dann würde es bei allen einmal kurz laggen. Wer ist denn jetzt auf weich und wer ist auf hart? MSC ist auf weich. Ich bin im Force India Sandwich. Die schwarzen Rächer. Reisende Mercedes. Ey, ich war noch Megawarp, der ist heute schon wieder ein bisschen angepisst drauf, wahrscheinlich irgendwie. Wo ist denn die Safety Car Linie? Okay, hier. Ist Safety Car drinne? Ja. Oh, MSC. No, ich weiß nicht, MSC oder Jet Set, wer von beiden hat den besseren Start gehabt? Ah, ich bin viel schneller in Sektor 1. Hinterm Safety Car gewesen. Wow. Carlo? Ja, du musst auch mal ein bisschen gucken. Also reinstechen ist nicht. Hilfe! Achtung! Naja, Tobias, brauchen wir uns wegen der Box und Strategie nicht mehr absprechen. Du wolltest echt 12 Runden auf irgendeinen Reifen fahren? Ey, viel Spaß. Ja, ich wollte auf hart versuchen. Aber ich wollte meinen Wagen vorher auf minus 2 bis 3 Runden setzen. Ja, BVB macht sich einfach. MSC ein bisschen mal rausgekommen. Komm wieder. Dann hätten wir jetzt einen Überholen ansetzen. Also Restart schon erfolgt. Ja. Ja klar. Okay. Und seit circa 1,5 Minuten. Ey Alter, vom Bruchpilot fliegt ein Teil des Frontflügels ab. Es trifft mich und haut mich raus. Das abgebrochene Teil. Ich hätte den, lass mal Abstand bitte. Was soll die Scheiße eigentlich? PTA hinter mir. PTA ist schon wieder sauer. Danke PTA fürs Abschießen. Dankeschön. Danke PTA. Ey, da das muss echt nicht sein, ne? Wurde jetzt schon diese Rennen dreimal abgeschossen. Einmal von einem Frontflügelteil und zweimal von Autos. Sein Auto war Mats. Ja, der Frontflügelteil war von meinem Teamkollegen.
Philipp, du bist siebter oder vor weiter? Fünfter. Mr. Pepperoni ist siebter auf jeden Fall. Ja. Achso, ich dachte, das ist auch eine Strafe. Nee! Genau, Jet Set. Ich glaube, wir haben einen Sieger. Wir haben einen Cheater. Nee, so wollen wir mal nicht sein. Wir haben einen Hater. Philipp, Kösti, hast du diesen kleinen Scherz denn eigentlich aufgelöst? Ja, ja, habe ich. Ankündigung. Ach so, das sollte man vielleicht nochmal den Leuten auf YouTube oder im Stream erklären. Also, gestern haben Tobi und ich einfach mal ein komplett neues Reglement abgesprochen für die Liga. Und zwar deaktivieren wir einfach mal fast alle Fahrhilfen. Und außerdem gibt es nach einer Verwarnung in einem Rennen direkt eine Rennsperre. Ist natürlich irgendwo Schwachsinn. War ja auch nur ein April-Scherz. Manche haben es echt geglaubt, muss man mal sagen. Ich muss mal meinen Kommentar darunter durchlesen. Nee, das wollen wir nicht vorlesen. Ich kann ja mal gerne ein paar Auszüge. Wir wünschen die Highlights bitte. Dafür muss ich es erstmal öffnen. Ja, das wäre gut. Ich glaube, ich bin gerade das langsamste Auto im Feld. Viel zu sicher. Waren wir uns nicht einig, dass jeder so fahren kann, wie er will und was er braucht? Das war der Grund, warum viele überhaupt nicht gekommen sind. Aber wenn so welche zensiert, hier meinen die FIA Vettel ausbremsen will, meinen der Einbruch gerade kommt, ey. Muss sie müssen das hier mit Jet Set Mai wegen seiner genauso großen Dominanz genauso abziehen, dann finde ich das echt zensiert. So. Kevin muss ein bisschen aufpassen. Dafür kann ich nichts. Jo, kein Problem. Hat mich gerade nur voll verwundert. Hey, ich dachte, ich war zu weit vorne. Hey, welches böse Wort und... außer Arschlöcher waren da noch drinnen? Das mit SCH und dem SZ. Also scheiße, sag das doch, Mann. Dann von JetZ kam auch noch was. Wir werden dann wohl Fahrer haben, die 4 Runden zurückhängen. Wenn diese Reglementänderung durchgesetzt werden sollte, werdet ihr sehr viele Fahrer verlieren. Dass euch das nicht bewusst ist, sieht man an dieser Regeländerung. Ihr reglementiert die Liga kaputt. Und nur weil MSC und ich mit Abstand besten Fahrer sind und teilweise mit Fahrhilfen fahren, muss man diese doch nicht ausschalten. Nur damit Murchern oder andere nicht mehr so weit hinter dem Podium hinterherfahren. Bitte beim Zurückkommen auf die Strecke in den Rückspiegel schauen. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Dass dann einige einfach wieder mal eiskalt reinziehen. Ich habe aufgepasst. Leon, wie sehen deine Reifen aus? Kacke. Alles klar. So kann man es auch nennen. Es geht gar nichts mehr. War so lange, bis die Reifen rot sind. Die sind rot. Oder bis du dich drehst. Kenn ich nicht. Wann kam das Safety Car raus? Kann noch jemand nochmal einen Safety Car auslösen? Bitte. Ja, Gekka-Bohr, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Tobi, ich sollte von Karl sagen, das wäre scheiße. Wo man was? Den Safety Car auslösen kann auf der Strecke. Von wem? Von wem? Jetzt hat er dich stumm gestellt. Ich weiß, dass ich scheiße fahre, gebe ich echt zu. Hä, hey, mein Vordermann ist 5 Sekunden vor mir, bevor du bist direkt vor mir. Was laberst du, Renningenieur, ey? Nenn mal Deutsch! Verdammte Scheiße. Ging gar nicht. Haben wir gerade hier den größten Scheiß. Und da sind sie vorbei. Das ist echt mies jetzt im Pulk hier. Man kann ja nicht überholen. Ne, kannst du auch nicht. Ich hab jemanden schon überholt.
Ach, die 9-Reihe sind eben. Das aber ganz schön gut da hinten zusammen, ne? Sind alle gleich schlecht. Meine Zuschauer, wollen wir dafür entschuldigen, dass diese fetten Lecks hier auftreten? Bei mir gibt's heute nichts zu sehen. Wieso nicht? Weil ich scheiße fahre. Also ich glaube, heute fahren alle schlecht. So, ich hab mich mal... Dann wohl Memme. Oh, was ist denn das? Warum kommt denn dieser Dreckseinbruch? Ey, der kommt in keinem... Der kommt sogar bei Koop nicht. Aber immer im Ligarennen. So, bei der Sklavenliga kommt der nicht. Der muss ja mehr Leute laden. Auch der Computer. Der hat ja einen angepassten Fahrstil, wie gefährt. Da muss er nicht viel laden. MSC nur auf der 8. Ich war eben auf weich und war eben drin. Das kotzt an, ist. Das Ding ist, dass der PC das nicht mal schafft, ey. Du warst aber vor der Boxenstopp in der Runde ganz schön langsam gewesen, ne? Die Reifen sind so am Arsch. Eieiei. Ei, ei. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich bereinigt bin. Ich hab keinen Plan. Ich doch. Ich bin ganz hinten. Wie schon die ganze Zeit. Das ist ja, so ein gut. Rennen, ey, dafür hast keinen Überblick. Vor allem, das Safety hat alles durcheinander gewirbelt. Darf ich noch mal was sagen? Also meine Zuschauer, falls ihr viele Rückblenden sieht, das liegt daran, da hier bei mir nicht viel passiert. Also wenn ihr viele Recaps seht im Video, dann von den anderen Leuten, die aufnehmen. Naja, wahrscheinlich das ganze Rennen über, aber egal. Ja, nee, der Anfang war recht interessant. Oh, Kevin! So, MSC kann's wegfahren. Im Chat wird gerade geschrieben, für Tobi wird das heute wohl nichts mehr, aber witzig, wie er sich immer aufregt. Ja, das mögen sie alle. Kann es sein, dass der vordere linke Reifen ziemlich im Arsch ja. steht? Tobi, nee, das kommt genauso vor. Oh doch, ich glaube, ich gewinne doch noch. Ich glaube, ich bin doch nicht letzter, so wo ich jetzt hier raus. Doch, ich komme auf den letzten Platz raus. Aber knapp hinter PT. Ich fahre hier ein einsames Rennen. Was ist jetzt los? Welchen Platz bist du denn? Dritter bin ich derzeit. Tobi ist Achter. Boah, ja. Nein. Ich bleib so lange draußen, bis die Reifen einfach komplett blockieren. Naja, freut euch aufs vierte Liga-Rennen, denn da geht's nach China. Oh, Ferrari-Team. Erstmal gibt's dann in einer Woche Spanien. Nee, nicht wirklich. Nee. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, seine Reifen sind komplett im Arsch. Bei mir ist das aus wie Team Order. Punktabzug für beide. Hey, Team Order ist erlaubt. Hochpilot, wir machen jetzt etwas Team Order. Ich fahre weiter auf dem letzten Platz. In der Liga ist es nicht erlaubt. Und das hilft dir sehr viel weiter. Hier ist eine blinde Kuh. Ja, danke, Naya. Vielen Dank. Ja, was? Ist irgendwas im Chat los? Ja, nicht so unheimlich viel. Also, ob das Naya-Petze war oder ich selber. Hier wird gerade noch ein bisschen über die Reifen diskutiert und über das Ferrari-interne, also über das Ferrari-Team-Radio. Da kommen dann wahrscheinlich solche Nachrichten wie Philipp is faster than you. BVB, bleib ruhig, Mann. Nee, das passt für mich. Die Reifen sind waren tot. Richtig tot. Deine Reifen sind ziemlich unten. Hol dir neue Gummis, wenn es sein muss. Boah, jetzt wird's kompliziert. Also MSC ist aber auch nicht wirklich schneller als ich. Ja geil, ich bin in Sektor 1 schneller als diesen PC, ich hasse ihn. Ich hasse ihn einfach. So, dass ich nicht im Weg stehe. Boah, die Strecke verzeiht keine Fehler, ey.
Da ja schon keiner mehr Lust hat auf dieses Rennen, kann ich ja schon mal ansagen, dass das nächste Liga-Rennen dann bereits nächste Woche stattfindet in Barcelona. Oh Gott. Da freue ich mich schon drauf. Da kann ich ja gar nicht üben. Wo? Barcelona, guck einfach nicht Steam runter. Mein Gott. Tobi, das ist jetzt wieder schlecht gelaunt, aber jetzt. Manche aus der Liga fragen einfach, wann ist das nächste Rennen? Es gibt eine Steam-Gruppe. Mein Gott. Oder guckt einfach mal in die Beschreibung rein. Kann schlecht in ein Rennen reingehen, wenn man gerade fährt. DZ1, Septin 2, MSC 3, ich 4, Eddie 5. Ja, einer ist hinter mir. Oh, Funky. Bin ich mehr Letzter. Die Strecke ist so anstrengend. Mir fällt gerade auf, dass ich strategisch rumgefehlt habe. Ich hatte die falsche Rundenzahl im Kopf. War 2 Sekunden langsamer als Erik pro Runde. Lennomar, für einige zur Aufklärung, die Strecken, die wir in der ersten Saison nicht gefahren sind, die werden jetzt in der zweiten Saison gefahren. Das heißt, es kommen solche Kombinationen wie China, Jerez, Ungarn, Südkorea eben einfach zusammen. Hä, was haben alle gegen Ungarn? Ungarn ist eine total geile Strecke. Oh, es hat doch niemand gesagt, dass er was gegen jemand wie Ungarn hat. China. Nee, weil Köstli die jetzt gar nicht so schlecht macht. Ich rede von den Reifenfresserstrecken. Ja, und das ist Ungarn hoch 10. Ungarn eine Reifenfresserstrecke. Ich hätte noch nie Probleme auf der Strecke. Du bist ja bestimmt nur 5 Runden gefahren, dann macht das Auto kaputt. Nö, nur mit 90er waren. Ja, 90er war. Die wünschst du deinen Reifen, die halten gut. Also ich kann auf Hart sogar 12 Runden fahren. Nehmt mal Imola auf im Kalender. Ja, das fände ich auch gut. Ja. Das ist allerdings schwierig. Das ist mir scheißegal, ob die jeder hat oder nicht. Ja, dann hab ich Pech gehabt. Aussetzen. Nö, so gehst du da nicht ran. Und da habt ihr auch nichts zu melden. Wenn es nicht hat, wenn es einer nicht hat und alles haben, wird da trotzdem nicht gefahren. Ich hatte gerade bei der letzten Hälfte der Strecke auf einmal nur 20 FPS. Jetzt habe ich wieder durchgehend 30. Hm? Das war jetzt komisch. Das ist immer beim Ligarennen so. Sonst ist es nirgendwo. So. Raffaele King freut sich übrigens. Nur warum jetzt durchgehend 20, weil er hat sich Fabs so umgestellt. Er findet Ungarn auch unheimlich scheiße. Raffaele King, ja, treuer Abonnent von Determine F1. Für die es nicht wissen. Rennhälfte. Oh scheiße. Schon. Ich tu mich unheimlich schwer mit Kevin hier. Kevin! Wieso gibt's keine DS-Zone, Mann? Ausdruck. Wo sollte ich hier hin? Statt Ziel. Ja. Aber bei den Classic-Strecken gibt's nun mal keine DS-Zone. So, Duell gegen Mr. Pepperoni, Platz 10 und 11. Ich muss ja 8er werden, scheiße. Kevin, alles sauber? Also nicht. Meine schwarze Rakete. Die fliegt so langsam. Ich habe schon vor dem Rennen gesagt, ich bin froh, wenn ich aufs Podium komme. Nicht ins Ziel.
Will nicht letzter werden. Jetzt kommt die dunkle Wolke gerade. Kannst du jetzt nicht auf einmal anfangen zu regnen, so ganz plötzlich? Safety Car. Ja, das würde man nee, noch nicht nochmal. Für mich wäre es perfekt, ich wollte jetzt rein. Ich lege jetzt meine Strategie jetzt einfach auf Safety Car. Auf einmal, hä, was ist mit BVB los? Oder wer ist das vor mir? Hier kann ich mir durch. Hä, BVB leckt wie Sau. Ja, das tut er immer. Bist du Pepperoni, wundere dich nicht gleich, wenn ich gleich mega lecke. Schöner Sprung, BVB, schöner Sprung. Ja, Mulchian springt auch manchmal so ein bisschen. Die Boxeinfahrt sieht man auch gar nicht, ne? Ich muss halt wissen, wo die ist. Alter! Trotzdem, von die Verarsche. Das war April-Scherz, wa? Ich hab im Regen trainiert und das war sehr unkühl. Die Boxeinfahrt ist ein April-Scherz. Ja, so ist das. Hier. So, ich habe schon mal die Excel-Datei vorbereitet zum Ergebnis eintragen nachher. Ich hatte am Anfang so viel Vorsprung dann jetzt. Hinter Philipp ist ein Pulk. Oh ja. Oh, aber ein ganz schön groß. Sehe ich gerade so auf der Karte. Ja, ich auch. Noch keiner hat den Disconnect. Das ist Mats, das ist unser Hoster. Ja. Er hat nur sein Fahrzeug zerstört. Gleich liegt Captain wieder auf. Ja, wo ist Captain eigentlich? Ja, richtig. Der ist auf 2 derzeit. Stark. Captain auf der 2 ist wirklich stark, da habe ich ihn nicht erwartet. Ich wusste ja auch nicht die Zeit von ihm. Hochpilot, du kannst da nicht überholen. Du musst auf die Geraden. Halt deinen Teamkollegen auf. Ja, mach ich gerade. Ach, Eddie. Warte, da war gerade jemand in der Box. Ich hab's nicht abgenutzt. Ich bin jetzt 10. Erste Kurve. Sag mal, wie schlecht seid ihr heute eigentlich? Wieso? Ach Eddie, du sprichst ja auch. Das war meine eigenen Fehler auf jeden Fall, das muss ich dazu sagen. Wir sind auf dem Platz, wo ich mich hochgerechnet habe. Wo bist du, Philipp? Immerhin. 5. Ja okay, das ist auch noch ganz gut, aber Tobi, was ist bei dir los? Das sind meine eigenen Fehler. Und alle fahren ein konstantes, gutes Rennen. Nicht schön, Eddie. Das war mein Schatten. Ich habe einen Reifen, der schon rot ist, okay. Aber ich habe keinen Überblick mehr hier, wer, wo, wann drin war, ganz ehrlich, ich habe den Überblick komplett verloren. Nach dem Safety Car, Soll ich dir einen Hinweis geben? Oder nicht? Oh, jetzt ganz nah hinter Heptin. Philipp kommt von hinten angefahren. Ein Carlo in die Box rein. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Der Benzinverbrauch ist er mal überhaupt nicht. Was? Wir glauben, dass das Auto vor dir. Ich bin 2 Runden auf Fett gefahren, hab immer noch plus 2 Runden. Ja, bei mir, ich fahr auf normal und hab mittlerweile minus 1. Warum? Weiß ich nicht. Ich hab Monster Energy drin. Ihr nicht? Bam! Hast du schon ja, wieder macht einen Riesenunterschied. Sonst hätte ich keinen, sonst hätte ich den normalen Mercedes. Hä? Sag mal. Du willst wohl wirklich keinen Sand mehr haben. Du hast das sonst so nicht gemacht. Also. Ist mir in dem Fall eigentlich auch scheißegal. Ich bin letzter.
Hey, wieso gibst du mir weich? Du bist doch so eine Spaß, du hättest uns, so nicht durchfahren können auf Fahrt, also. Nee. Oh, boah, die verfickte Scheiße, ne? Hecker, boah. Eine Beleidigung, ich, ne? Man sieht's hier am Video. Ich hab in der Rennstrategie viermal hart ausgewählt. Kevin, so. Du musst auch noch einmal rein, wa? Und jetzt geben sie mir... Jetzt bin ich weich, dann hart ist denn und jetzt geben sie mir weich. Ja, macht doch Sinn. Ein Wichser, echt. Dann kann ich jetzt auch mit zwei Weichen mich umfahren. Hat euch die erste Safety Car Phase eigentlich die Rennstrategie kaputt gemacht? Nö. Ganz schön. Oh. Ich wäre sonst so irgendwann reingefahren, also. Ja, irgendwann, ne? Ja, klar. Der Heftiger-Fahrer war mir zu der Zeit so irrelevant. Nee, nicht so ganz bei mir. Mir. Überhaupt nicht. Ich habe in der ersten Kurve einmal nicht aufgepasst, da war ich weg in den Gedanken. Dann... Was für ein Vorsprung hat Jetset eigentlich? Ja, nicht viel, nicht viel. Wo ist denn der mittlerweile auf der Strecke? Der hat mich letzter Sektor schon. Letzter Sektor. Der, ich bin mal Anfang zweiter Sektor. Ich bin jetzt Ende zweiter. Und Jetset ist jetzt bei der Startziellinie. Ja, so ungefähr. Wenn diese Einblendung kommt, schnellste Runde, das sind genau 10 Sekunden. Ja. Ja. Jetzt wisst ihr ungefähr, wo er ist. Verdammt, man kommt hier nicht vorbei. Ach ja. Das wird nicht sehr scheiße. Das wird mein schlechtestes Ergebnis, das ich jemals in der Liga hatte. Meins auch. 16. Ah, der ist ja gar nicht möglich. Meins auch. Nee, 15. Mit bestimmt 25 Sekunden Abstand. Warum? Ja, weil ich einfach schlecht fahre. Also im Chat wird gerade mit Podium bei Philipp gemutmaßt. Soll fragen, welchen Champagner du am liebsten trinkst. Quatsch, ist mir egal. Wenn du Kellner bist, dann trinkst du eh alles. Von daher macht sich keinen Unterschied. Stimmt, den Tobi nervt mich Champagner. Oh, Tobi, nimm wir Koop auf Champagner. Ey, wir haben einige Sachen nach dem Rennen. Deren wegen einigen Aktionen. Auch wegen Mr. Pepperoni, der Trupp hier, der Funky, Carlo. Ja, auch wegen dir, Mats. Du hast mich einfach weggeschossen. Ihr könnt gerne jeden so eine Minute Strafe geben und damit gewinne ich das Rennen. Nee, leider nicht. MSC und Hefty, sie gerade so gut aus. Also, ich bin... Ey, Mats, du hast mich im Start mit Tobi zusammen, wo du neben Tobi warst, leicht abgeschossen. Wer? Mats. Hab ich aber das war... Ja, Mats, da bist du richtig rinnestoßen, dann hast du Gabo gedreht. Ich bin... Das kann man gut von mir aus sehen. Das ja, weißt voll, du, denn, wenn ich nach vorne durchgeschossen habe, irgendjemand anders kugelt, wodurch mein Frontflügel weg war. Ja, ich bin leider in jede Kollision. Und durch die Aktion, wo du mich in die Wand gedrückt hast bei mir, ne, habe ich eine Strafe bekommen. Ja, und ich, bei mir bin ich voll weggeflogen, weil du mich in die Wand gedrückt hast bei mir. Hä? Das war ja jetzt eine Aktion. Ja, Punkte! Ja, aber ganz im Ernst, Mr. Pepperoni, er überholt immer in Kurven und er drückt die anderen immer raus. Was? Jetzt in der Safety-Car-Phase wäre göttlich. Ich soll noch mal nachfragen, was ich ihr von der neuen Strecke in Sochi haltet. Gar nichts, weil ich noch nicht gesehen habe. Die ist so scheiße einfach nur. Stadtkurs, so ein Stadtkurs hat... Die ganze Strecke sieht gleich aus, egal wo du bist. Das ist Gekkerboss, meine. Gibt's da eigentlich Wodka auf dem Podium? Ich hab die Strecke schon mal gesehen, im 3D-Modell. Ist egal. Ach, der war gut, MSC. Anstatt auf dem Siegerehrung, wird dann nicht mit Champagner, sondern mit Wodka. Ich glaube nicht, dass sie den verschütten. Oder Putiko mit Hubschrauber angeflogen. Müssen sie Q3 ausfallen lassen. Oder Kwiat. Putin wird wieder mit Hubschrauber fliegen, dann müssen sie Q3 ausfallen lassen. Ah ne, das Rennen, tut mir leid. Q4 in der DTM. Ja, das meine ich, ja. Das war ja so ein bisschen lustig. Weil der Luftraum gesperrt wird, weil Putin Hubschrauber wieder startet, wie im DTM-Rennen. Ja, richtig. Aber... Oh, wieso bleibt denn immer dieser verfickten Korb scheiß Rad stehen? Ist ja gut. Ey! Ihr wolltet doch nachher noch Korb aufnehmen, also bewahrt die Matches auf. Deshalb muss ich mein Fenster einschlagen. Warum? Häng ich an noch. Oh, komm rum, du Müllkarre, ey! Mein Gott, ich melde mich bei der Stepp an, ey.
Stadtentsorgung Potsdam, ey. Ich bin der, der es entsorgt. Was? Du bist der, der es ihm besorgt? Nicht besorgt, das wäre eklig. Entsorgt. Achso. Was entsorgst du? Dann habe ich etwas falsch. Diesen scheiß Mercedes. Peter, nein, du kommst nicht vorbei. Okay, du bist vorbei. Ciao. Warum kann BVB sein Spiel eigentlich nie umsetzen? Und wenn dann umsetzt, fliegt er raus. Das Carlo! Du hast gerne keiner. Vorbei. Ja, schieß mir doch halb ab. Ich hab so das Gefühl, ich hole auf Mulchian. Weil wenn er bei Petea ist, dann ist er nicht so weit weg von mir. Ach übrigens, Mulchian. Wie alt war die Situation jetzt? Herr Tobi, hinter dir müsste gleich Erik kommen. Ich hab mich gerade übelst erschrocken, wo du aus der Box kamst. Hallo? Du hast mich schon längst sehen müssen. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Tobi. Ich fahr in die Box, Mensch. Was ist denn? Ja, hinter dir, dann müsste das nächste... Du müsstest das nächste Auto Erik sein. Ist mir egal, ob das Erik ist oder nicht. Das Rennen hake ich ab und fertig. Ja, gib auf. Was, schnell aus überholen lassen? Achso, hi Jetset. Ey, bitte alle Erik vorbeilassen. Den schieße ich ab. Bleib hier! Nee, das Rennen hake ich ab. Pro-Pilot, halt ihn auf! Klar, ich bin angeblich schneller als Philipp in Sektor 1. Pro-Pilot, lass mal Erik vorbei. Kannst du mir auch vorbeilassen, danke. Oh. Hier wird gerade vorgeschlagen, einen Koop-Livestream zu machen. Nee, never. Das war klar. Schade. Dafür kommt Porte 2 bald, ja, mit Facecam und mit Tobi. Verrat doch nicht alles. Keine Sorge, er kann es hier rausschneiden. Als wenn er es machen würde. Und dann schreibt mal dann Leid. Oh, der Erste. Matze, du bist scheiße. Einer fliegt raus. Ich krieg ne Sturmwolke ab von BVB. Vorsicht, Force India. Also die Zeitmessung bei BVB stimmt gar nicht. Warte, ich bin direkt so vor ihm, hinter ihm. Obwohl, und er sagt 5 Sekunden. Oh, ich bin dann weg schon. Oh, hast du das also auch? Danke. Das war nicht geplant. Eigentlich. So sah es auch nicht aus, aber trotzdem danke. Also ich wollte dich schon in der Kurve vorbeilassen, aber so weit nach außen wollte ich auch nicht. Ja, das war klares Abkürzen. Okay. BVB fährt in die Box. Das ist aber auch ganz beschissen, die Boxen einfallen, muss ich aber auch mal sagen. Hebt ihn auf der 3. Spanier können keine Rennstrecken bauen. Ja, die Wasser ist doch gut. Ah, die ist gut. Aber ein Harris, ne. Was hat das damit Spanien? Ach, egal. Bei dir weiß man sowieso. Das ist Katalonien, das ist nicht mehr Spanien. Stimmt, die wollen ja Unabhängigkeit, hast du recht. Aha. Werden sie aber nicht hinkriegen. Wie weit ist der Heftig überhaupt weg? Du schaust eine 1,14, ne? 8 Sekunden. Falls die Anzeige stimmt. Die Anzeige stimmt eigentlich einen richtig fetten Zweig. Immer. Wischen? Mia und Heftig. Wie weit ist ein Jetset entfernt von euch? MSC 17. Alter. Wie gesagt, Ideallinie machen wir für alle jede andere Rennen aus. Heute ist aber 2. April, ne? Das ja, weißt ich du. Mach gleich. Ich fand die im Zeitplan viel geiler, die Strecke. Ne? Da hatte man keinen Reifenverschleiß, ne? Ja. Yeah. Dankeschön. Wer ist für euch Favorit bei der echten Fahrer-WM diese Saison? Ganz klar, ganz klar, wenn ich sage, Max Chilton. Die Quote ist bei 5001, ganz einfach. Pass doch Maldonado. Ich glaube, diesmal früher.
Ja. Also ich sage ganz klar Markus Eriksen. Das Beste. Stell euch jetzt mal vor, Caden wird auf einmal super gut durch irgendein Upgrade. Und fährt nur noch Erster. Komm, ich will Zehnter werden. Geld haben sie doch gar nicht. Nö, aber die können ja auch mal einen Glücksgriff machen. Wir werden sie vor der Saison machen. Die einen Griff ins Klo. Oh ja, genau, ey. Halt den Mund, scheiß Ingenieur. Ach, jetzt wurde ich schon zum siebten Platz überrundet. Genau. Ja, schnellste Kontakt gleich wieder. Also, irgendwie streiten sich hier zwei Leute um die schnellste Rennrunde. Ja, dafür gibt's aber keine Punkte, da bin ich auch froh drüber. Fantastisches Tempo. Ein Punkt. Ja, den fahren wir auch besser fahren. Schnellste Rennrunde. MSC und Jetson sind die besten Fahrer, fahren beide mit Ideallinie. Jetson hat gar keine Ideallinie, ich kann das an, aber egal. Da klart einer an. Nein. Da klart einer an. Klart nur den Kurven. Oh. Ja, das ist doch... Oh. Was war das für eine Logik? Nein. Okay, sagen wir mal so, ich fahre auch mit Ideallinie. Und, bin ich gut? Grade. Nein. Also, was schließen wir da raus? Nein. Doch. Ich bin Elfter. Wo bist du? Ich bin Erster. Naja. Haben wir noch eine, machen wir daraus das Doppelte, oder? Dann zwei, gut. Ja, dann elf, weil zwei war die eins. Hey, ich muss ja eine Runde weniger fahren. Scheiße, ich muss einen ausgeben. Carlo, ich krieg dich noch. Carlo ist nur Zehnter. Jo. Ich bin mich wieder an NBA. Krieg besser. Also ich bin momentan ein bisschen überrascht über meine Position. Ganz ehrlich, die Strecke wird nie mehr in irgendeinen formalen Spiel in die Liga reingenommen. Nie mehr. Da schließt den Vertrag ab und zerreißt ihn danach wieder. Philipp, dir ist doch heute auch alles Regal, ne? Alles illegal, ne? Jetzt muss Septi noch mal ein Disconnect bekommen, dann bin ich froh. Können gerne alle, die auf von Platz 1 bis 10 sind, ein Disconnect ich bekommen. Auch froh. Ich glaube, ist noch nie in ein Rennen rausgeflogen, außer am ersten, da war er nicht da. Sklavenliga-Rennen. Achso. Zehnter! BAM! Das ist kein Punkt, ne? Scheiß drauf. Boah, Alter! Wie viele muss ich denn hier vorbeilassen? Wo bist du überhaupt? Ich letzter. Ich bin gerade im zweiten Sektor, da wo die 2 steht. Gönn dir. Ich hab dich ja gar nicht überrundet. Hä? Wo hab ich dich überrundet? Warst du in der Box da oder was? Ja, ich war in der Box. Ich hab dich aber von hinten gesehen. Aber du wirst mich wahrscheinlich nochmal überrunden, also keine Sorge. In Spanien greife ich wieder an. Und jetzt sowieso an die Box, weil... Oh nein, bitte nicht. Ne, bitte bekomme ich mich nicht mehr. Ich bleib Zehnter. Und werde dieses Jahr als Zehnter beenden. Ich muss ja nur 35 Runden fahren. Ja. Warum bist du überrundet, oder was? Jo. Jo. Der wurde aber schon vor einiger Zeit überrundet. Da habe ich doch gesagt, Erik kommt von hinten. Ja. Mit was schießt er halt? Und das war nur geraten. Nein, lad mich nicht zum Spielen ein. Ich möchte spielen. Ja, kannst ja annehmen. Gut, da ist das alles mit Humor noch nehme. Darf ich dir was sagen? Ich habe auch manchmal so ein paar Einbrüche. Was denn, Philipp? Von 60 auf 50 oder? Oh. Von 60 auf 55. Ja, was denn, Philipp? Von 60 auf 30? Nö. 60 auf... Von 60 auf 59? Ne. Oh, was? Sag mal. Von 60 auf 55. Oh. Vorsicht, Luft anhalten. Noch 3 Runden. Bitte, nein. Hau ab. Oh nein, der Tisch ist eng. Christi? Ja. Kannst du aber kurz die Fahrer-WM durchgehen? Ich bekomme keinen Punkt. Also aktueller Stand ohne dieses Rennen
Jet Set Mike 15 Punkte, MSC 10 Punkte, BVB 8 Punkte, Mulchan 6 Punkte, Eddie 4 Punkte, Kevin 3 Punkte, Najeb 2 Punkte, Timo 1 Punkt und dahinter alle 0. Was soll das? Was soll das, PTR? Was soll das? Danke fürs Abschießen. Ach, hallo Jet Set, zum zweiten Mal berundet. Hallo. Nee, es kann nicht sein. Er war in der Box zwischendurch. Ja, mich hat der nächste abgeschossen. Aus PTR. Da ist. Ja, Entschuldigung, ich kann ja nicht stehen bleiben und irgendwo muss ich alle drei vorbeilassen, Tobi. Mich hat schon mal Knight da rausgeschossen, mir hat da schon mal PTR rausgeschossen. Komm, nachher die Ausrede, du hast aber Glück, ne? Oh, das war jetzt richtig. Ja, das war ein Stoß. Jetzt habe ich einen Platten. Ich hab einen riesen Fehler gemacht. Bin ins Kies und voll in die Hand. Komm. Das hätte genauso gut jetzt noch ein Safety geben können. Bitte nicht mehr. Drei Runde vor Schluss? Ja. Wäre ich wenigstens mit einem kleineren Abstand ins Ziel gekommen. Also dieses Rennen haken wir jetzt Testphase ab. Ah, Septim schiebt mich von der Strecke. Da lang Frontflügelteile. Ja, das war meine. War so klar. Schon wieder? Nee, MSC hat 4 Sekunden verloren. Ja, ich wurde von der Strecke geschoben. Ja, so wie ich vorher von PT und Najeb zweimal. Hast du ein Videobeweis? Ich habe mich auch einmal von der Strecke geschoben. Mich haben so viele von der Strecke geschoben. Du wärst am Ende sonst so letzter geworden. Ja, ich glaube ja. Oh, das war meine letzte Runde, 35. Philipp, bist du auch in der 35. Runde? Ja, gleich in der 36. Nee, du überrundest mich nicht mehr. Boah. Ah, ich bin das dann als Elfter, ich bin sehr glücklich darüber. Nein, in der Box vorbei. Nein. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Platte, Kopf auf Tisch, Platte. Geh dich da hängen, danke. Oh, ich zerstöre das Auto. Du hast Kopf ins Klo und spüren. Ja. Ui, ja, ist ja schlimm. Hey, also, Elka, boah, dann gibt's wieder das gleiche wie in der Sklavenliga. Also, ich verstehe, was heute los war. Klar, überqueren der Ziellinie. Mein Mittelfußknochen ist am Arsch. Ich hätte jetzt wegen das Rausdrängen von MSC 20 Sekunden drauf bekommen, weil das ist eine richtig harte Strafe. Ich glaub, dann hätte er sein Auto zerstört. Ja, es wäre nämlich eine Zeitstrafe, das sagt dir dein Renn-Engineer, glaube ich, über Funk nicht. Dein blöder Vordermann hat eine Zeitstrafe. Doch, dein Vordermann hat eine Zeitstrafe. Oh, Entschuldigung! Entschuldigung! Nein, das würde dann kommen. Okay. Glückwunsch. Ja, ich bin Zweiter am Ziel! Heilige Mutter Maria. Heptin auf der 2. Also Jetzer gewinnt, ne? Und Heptin hat plus 20 Sekunden. Nein, Spaß. Yeah? Nein, Spaß. Oh. Oh Mann, du bist so ein Arsch heute, ey. Wer ist Dritter? April, das ist vorbei. Eben. Ach, BVB auf der 5? Ich möchte aber gerne... Wer ist Dritter? Dritter ist MSC. Vierter ist Philipp, das ist jetzt aber unfair. Was? Vierter ist Philipp? Was ist denn da passiert? Wer ist Sechster? Fünfter ist BVB. Elfter Tobi. Oh Mann! Wie ihr mir guckt, was? Jemand zu! Oh ne, war der schon im Ziel oder davor noch? Ja. Scheiße! Wenn er jetzt eine Runde war, ist es eh egal. Alter. Wie ihr mir guckt, boah, jemand zu. Wehe. Ob ich jetzt in die Runde 36 geschafft? Arschgeier! Alter Kickerboard, die Szene war jetzt brutal. Du bist brutal. Das Kickerboard noch in der Box haben wir fährt. Steht ein Force India, Gott, Kickerboy. Ja, ich hab einen Platten, Entschuldigung. Wer ist Sechster? Ich könnte noch nicht mal mehr ausgehen. Ach, die Boxen muss nicht mehr raus. Der fährt einfach durch. Funky hat mir gerade irgendwas geschrieben. Also, ich hab gewonnen. Vor Heptin und MSC. Nein, Jet Set mal gewinnt vor Heptin und MSC. Dann kommt Philipp, total schlecht. Also, ich hätte mehr erwartet. Nein. Was ist denn Vierter? Auf der 5 BVB, 6. Eddie, 7. Kevin, 8. Najeb, die haben sich ein kleines Battle geliefert am Ende. 9. Petea, 10. Carlo und 11. bin ich. Ja! Funky ist 12. Bis auf Baroni 13. Okay. Gekabor 14. Bruchplus. Tobi, gar nicht mal so gut. Ich muss Funky noch Lob aussprechen. Was, MSC? Australier.
gar nicht mal so ein gutes Rennen von dir. Was? Ich bin Lulus und war meine beste Leistung. Doch. Ach Mann, ey. Wie sieht denn deine schlechteste aus? Alter. Der war 13. Und Philipp, das, was ich dir geschrieben habe, ich schwöre, das mache ich dann auch. Ich hab's mir gar nicht ganz gelesen. Nee, das war das Rennen hier in Jerez. So. Ich gebe ab an Philipp, der die letzten Worte hat. Ich bin damit raus. Ich? Die letzten Worte? Was soll ich denn sagen? Nächste Woche ich könnte vielleicht jetzt theoretisch auch einfach nochmal Live-Fahrerwertung und Teamwertung, aber... Ja, bitte die Fahrer-WM, danke. Okay, ich also, Fahrer-WM, führen... Bis dann, bis zum nächsten Gekka, boah, hast du mal, kannst du mal zuhören vielleicht? Ja, aber gut, ich wollte jetzt also, mein Video beenden. Gut, Fahrerwertung. Erster Jetset Mai 30 Punkte, zweiter ist MSC mit 18 Punkten, dritter BVB mit 12 Punkten, vierter ist Heptin mit 10 Punkten, fünfter ist Eddie mit 7 Punkten, sechster DTMNF1 mit 6 Punkten, ebenfalls auch Tobi mit 6 Punkten, achter dann Kevin mit 5 Punkten, neunter Najeb mit 3 Punkten und zehnter Timo mit einem Punkt. Jetzt haben Philipp und ich mal die Rollen getauscht in diesem Rennen. Im letzten Rennen ist er nicht in die Punkte gefahren, ich auf Platz 4. Jetzt bin ich nicht in die Punkte gefahren, er auf Platz 4. Gut, und ja, dann nochmal ganz schnell Teamwertung. Ha, Loser. Du bist letzter geworden, du bist scheiße. MSC? Was war da los in der vorletzten Runde? So, das war's jetzt mal von dem Video. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder in Barcelona. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.